Man darf auch eins nicht übersehen, jede obligatorische Sozialversicherung ist eine Versicherung der Steuerzahler gegen Sozialhilfeansprüche. Also das ist also sehr konservative machen so etwas. Ja, ja, aber dann... Aber ein anderes Zwang. Das Schöne ist ja, dass Sie jetzt da sind, das ermöglicht ja schon in gewisser Weise Grundsatzbetrachtungen, die wir in den vergangenen Jahren hier nicht anstellen konnten. Kollektive Systeme sozialer Sicherung mögen vordergründig betrachtet Zwang sein. Letzten Endes ermöglichen sie aber tatsächlich Freiheit. Ja. Sie ermöglichen Freiheit, denn wie würden sie sonst im Alter, wenn sie kein Erwerbseinkommen mehr erzielen können, sich dann ernähren? Die modernen Sozialversicherungen haben es ermöglicht, sich aus traditionellen Bindungen, zum Beispiel Abhängigkeit von Familie, Subsistenzwirtschaft und dergleichen Dingen mehr zu lösen. Gerade weil sie sich auf eine kollektive Sicherung verlassen können, haben sie auf der anderen Seite einen Zugewinn an Handlungsfreiheit in anderer Sphäre. Auch übrigens kapitalgestützte Systeme zu nutzen, weil sie wissen, sie haben eine Grundlage, auf die sie sich verlassen können. Und dann können sie dann zusätzlich auch sparen und andere Wege nutzen. So rum wird ja ein Schuh daraus.